Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kaschelator. Da sind wir wieder mit Ghostbusters. Wir haben den Boson-Kollidierer bekommen. Er ist einfach aufgetaucht. Jetzt haben wir es endlich mal gesehen. Und müssen einen Fettsack jagen. In einem Meer von... Da ist der Energie. Die Map ist echt groß. Man sieht, man hat ja auch nicht getrickst. Die haben die Sachen wirklich hier rein platziert. Du siehst es auch. Das sind keine Tricks. Das Einzige, was leistungssparend ist, ist diese Textur hier, die langgezogen durch den Boden läuft. Ansonsten ist hier alles echt. Vorsicht, ich weiß, das Spiel hat zwar ein paar Bugs, aber sie haben das Spiel echt gut gemacht. Richtig. Oh Mann, so viel schwarzer Schleim. Ach, das scheint nur viel zu sein, weil er lebt. Die Säule. Sie fließt nach oben. Wenn du da drin ein großes gelbes Auge siehst, stich mit etwas rein. Kein gelbes Auge, Ray. Vielleicht ist es bereits da oben. Also, das hört sich nicht gut an. Bin ich jetzt dran, vorauszugehen? Ich will nicht drängeln. Hallo, Vorsitzender. Bereit für das, was auf dich zukommt? Wir laufen jetzt bereit. Sterben. Also, geht's automatisch ein Punkt, okay. Hinter mir gibt ein schweres Verbrechen, das wir auf keinen Fall dulden. Schnappt ihn! Ja, die Dinger verfolgen. Irgendwo muss es doch eine Schwachstelle haben. Welchen Stein? Ja, vielleicht gibt's einen. Warte, ich muss dich gehen. Toll, wir können noch einen in den Turm hineintragen. Miau! So, Boson-Kollidierer. Die kleine Nütze hin. Da. Boah, das ist aber viele Leben. Schon heftig. Der hat richtig viel Leben. Mitten ins Wespennest, Kumpel. Zielt auf das große gelbe Auge. Vielleicht kriege ich ja mal ein besseres Bild von ihm gleich. Wenn er hochkommt. Wenn er hochkommt. Er ist irgendwie überall irgendwo nirgendwo. Weil die Sounds wechseln die ganze Zeit. Ja, das ist ja nicht so wild. Au! Verdammt! Hey, jetzt sind sie mit viel lang, wenn größer. Wir können einfach Ausweitung kaufen. Welche ist es? Missionen-Kollidierer Durchdringung. Nehmen wir. Fällt mir das jetzt richtig auf. Ja, ich versiegel ja schon. Bin schon dabei. Platz da! Platz da!
Fressesser. Er hat richtig viel Leben. Folgeschleim! Schießt mit allem, was ihr habt, auf das Auge. Da ist er. Wir haben ihn bald. Oh mein Gott. Warte, scan. Oh, solche Geister. Kriegt er hinter uns, oder? Ja, er kriegt das hin. Bin ich ja alles versiegel. Da drin ist er. Gegen die Blauen bringt das nicht so viel. Wir können die nächste Aufwertung kaufen. Yeah. Was bist du? Überladungsimpuls, Beschleunigung und auch irgendwas. Kaufen es einfach. Wow, geil. Jetzt bringt er was. Macht deutlich mehr Schaden. Das Speckbacke, da bist du. Aber er hilft sich auch sehr schnell. Ja, yeah, ich hab ihn hinter ihm gesehen. Unter seinem Rock. Gute Arbeit! Erledigt! So wird das gemacht. Ich hätte euch Betrüger für immer vernichten sollen, als ich die Gelegenheit hatte. Wissen Sie was? Ich werde diesem Wahnsinn jetzt ein Ende setzen. Jetzt gleich. Ich schalte Ihre Sperreinrichtung endgültig ab. Sie können sich von Ihrer Dauerlizenz verabschieden, von weiteren Regierungsaufträgen ganz zu schweigen. Sie haben mir das angetan. Sie werden dafür bezahlen. Mit Vergnügen, Sie Peck. Alles klar. Jetzt reicht's. Ihr seid fertig, ihr Klugscheißer. Ihr seid fertig, ihr Oberklugscheißer. Ich habe die Befugnisse und ich lege euch und eure Attrappe von Sperreinrichtung jetzt lahm. Die ganze Stadt muss für eure Kapriolen bezahlen. Die ganze Stadt. Was? Aber das legt doch auch Sie lahm. Was soll's? Ich habe größere Ziele. Schafft ihn weg von mir! Ich glaube, wir müssen ihn im Auge behalten. Meinst du? Nein, ich meine, wir müssen ihn wirklich im Auge behalten. Okay, mit ihm stimmt was nicht. Interessant. Peck, was nicht stimmt. Das ist wirklich interessant. Ich muss immer noch Larry machen. Oh Gott. Ihr seid echte Helden. Fast schon Routine. Wie üblich habe ich angeführt. Wir sind gefeuerte Helden. Peck entzieht uns die Lizenz. Komm schon, Ray. Vergiss nicht die Feiertage. Bis Montag ist niemand da, der uns die Lizenz entzieht. Wir haben das ganze Wochenende, diese Katastrophe zu stoppen und die Stadt zu retten. Und das Beste? 4 ganze Tage. Dr. Wankman, wenn die damit anfangen, Manhattan zu evakuieren, werde ich am Montag nicht herkommen. Eine Evakuierung der Stadt wegen einer Katastrophe zählt nicht als freier Tag. Ich weiß das. Ich hab's nachgeschlagen. Dann sind sie und da ist auch dieser Riesenkopf. Wow. Sind sie noch im Auto? Dann wollen wir die beiden mal suchen, weil wir haben nicht viel Zeit. Hallo Geisterjäger. Was bedeutet dieses Symbol? Leute. Perfekt. Das ist keine Konstellation. Das ist ein Mandala. Wieso habe ich das noch nie gesehen? Nehmen wir mal an, einer von uns kennt das Wort Mandala nicht. Hier. Ein Mandala ist ein spirituelles Labyrinth. Und dieses hier sieht wie ein Spiralsystem aus, das jeden folgenden Knoten auf der Strecke berührt, bis es den Gipfelpunkt erreicht. Bevor Shandor starb, muss er einen Mechanismus ähnlich der Antenne in Danas Gebäude platziert haben.
Ich glaube, du hast geholfen, das etwas klarer zu machen. Das war das Dings da, das der Vernichterform Energie zuführen sollte? Das stimmt, Peter! Ach, Dr. Venkman. Tja, irgendwann musste es ja mal klappen. Okay, ich spekuliere nur, aber es ist möglich, dass Geister im System gefangen sind, von Knoten zu Knoten geleitet werden und dabei bis zum Ende immer stärker werden und dann dort... Seht mal, das erste Portal, die Bibliothek, das zweite, das Museum und das dritte, das Sedgwick. Und das heißt, das vierte Portal muss genau hier sein. In der Mitte des Hudson River? Tja, also dem Mandala nach, ja. Vielleicht braucht es ein paar Anpassungen. Ich weiß nicht recht. Viele Leichen im Fluss werden Geister. Aber was hat das mit mir zu tun? Was hab ich getan? Sie waren im Museum und im Sedgwick. Vielleicht sind Sie eine Art Katalysator und lösen versehentlich Dinge aus. Sie sagen, das sei meine Schuld? Sie sind unschuldig. Egan wollte nur sagen, dass Sie irgendwie mit diesem Ding verbunden sind und wir kehren zum Sedgwick zurück, um herauszufinden, wie. Stimmt doch, du Genie. Das stimmt, Peter. Elissa, erinnern Sie sich, wo Sie hin wollten, als Sie im Sedgwick waren? Ich stand vor einem Zimmer. 1221. Etwas wollte mich zwingen, hineinzugehen, aber ich wachte auf, bevor die Tür aufging. Ich rannte so schnell weg, wie ich konnte. Und dann versuchte mich ein Idiot im Aufzug anzumachen. Okay, Sie bleiben hier, wo es sicher ist und wo Sie keine weiteren dimensionsübergreifenden Schockwellen auslösen. Lesen Sie über Mandalas nach. Die Jungs gehen in Sedgwick. Die Jungs? Und was ist mit dir, Superstar? Ihr werdet mich bei Pecks Büro absetzen. Irgendwas sagt mir, dass er nicht ist, was er vorgibt. Gute Idee. Komm zu uns ins Hotel, wenn du fertig bist. Ich lese gerade, was Oliver Kalkofe geteilt hat auf Twitter. Oh Gott. Leipziger Innenstadt. Demonstration wegen Corona. Ob das die Maßnahmen noch weiter greifen? Wäre dieser Ort noch Töter, bräuchten wir einen Bestatter. Egan war ein lizenzierter Bestatter. Im Ernst? Ist jetzt nur noch ein Hobby. Bis auf Weiteres von der Paranormal Contracts Oversight Commission geschlossen. Peacock! Der Zugang zu diesem Gebäude ist streng verboten und wird mit Geld- und Haftstrafen geahndet. Was jetzt? Der Hinweis ist nur für die Öffentlichkeit. Für uns gilt er nicht. Wir handeln im Auftrag der Stadt. Besonders für die Geisterjäger. Werft sie an. Wir schmelzen uns einen Weg rein. Warte. Ich habe eine bessere Idee. Nicht schlecht. Ich tue es einfach auf. Okay. Ja, Oliver Kalkofe retweetete eine Demonstration von in Leipzig. Das ist enttäuschend. Ja. Nein, enttäuschend ist, wenn die Jets in den letzten 2 Minuten verlieren. Wenn aber mordgierige Phantomghule uns nicht vollschleimen, das lässt mich nicht wirklich heulen. Warum ist hier geschlossen? Ihr Jungs habt das doch letztes Mal gar nicht so schlimm verwüstet. Wenn das ein Mandala-Knoten ist, sind ein paar verbrannte Wände und eingestürzte Decken das geringste Problem. Und zertrümmerte Möbel, kaputte Leuchter, beschädigte Gemälde, zerbrochene Vasen, ein paar kleinere Gebäudeschäden. Danke, Egan. Was ich sagen wollte, hier geht es um mehr als nur ein paar kleinere kosmetische Probleme. Definitiv ein Mandala-Knoten. Wir müssen Shandors Mandala schnell deaktivieren, sonst ist der größte Teil von Manhattan bald so leer wie hier. Und für die kommenden Jahrhunderte wird es eine Bastion absoluten Horrors. Hey! Niemals bezahle ich 2 Riesen im Monat für 200 Quadratmeter, um in einer Bastion zu leben. An die Arbeit. Ich muss schon sagen, also, in diesen Maßnahmen. Hör dir im Ernst. Ich möchte auch irgendwann mal wieder richtig Sport treiben können, mich mit Freunden treffen, ins Restaurant gehen. Man merkt doch, bleibt man zu Hause, gehen die Maßnahmen immer wieder weg. Macht man Demonstrationen, werden sie immer schlimmer. Ein Hinterhalt! Los, hochpowern! Warte mal, warte. Ich glaube nicht, dass sie eine Gefahr sind. Das könnten Restspuke sein. Ich glaube, Ray hat recht. Sie sind noch nicht ganz in diese Dimension übergetreten. Es sind nur psychokinetische Echos. Geister von Geistern. Vollständig harmlos.
Toll, ich wollte schon immer mal einen freundlichen Geist treffen, aber jetzt sind mir harmlose auch recht. Ich verzeichne hier eine hohe Valenzspitze weiter oben im Gebäude. Elissa sagte, sie wurde in die 12. Etage gerufen. Fangen wir da an. Kann ich euch scannen? Nein. Aber im Ernst, ich möchte mal wieder Sushi essen können im Haruka. Das ist so geil. War wegen den Maßnahmen ja zurzeit geschlossen. Und das andere, auch mein echter Lieblingsort, eine mittelalterliche Taverne, wurde durch die Corona-Maßnahmen leider auch geschlossen. Also für immer. Anno 1300. Wir haben den Strom gekappt, als hier dicht gemacht wurde. Können wir die Treppe nehmen? Das gibt's nicht mehr. Ja, wir können das zu Fuß versuchen, aber als wir das letzte Mal hier waren, hat ein Animator der Klasse 3 den unteren Teil des Treppenhauses zerlegt. Ja, das stimmt. Ich vergaß, dass du das letzte Mal nicht hier warst, Winston. Also keine Treppe, keine Aufzüge. Hast du etwas gehört? Hier drüben! Los! Auch schade, dass... ich glaube, es ist ein verankerter Hinterhältler der Klasse 5. Vorsicht! Das Ding ist ins Treppenhaus! Wir haben es in der Falle! Hilfe! Genauso locken verankerte Hinterhältler der Klasse 5. Ja, so ist es schon traurig, dass wir ihn schließen müssen. Weil sie die Maßnahmen übernehmen. Der Manager? Was machen Sie denn hier? Herr Geister. Moorhonster. Überall. Da war noch eine Stimme. Eine Frau hat geschrien. Sind Sie allein hier drin? Also, ich sagte gerade, überall Geister und Monster. Hört sich das an, als wäre ich allein? Er meinte Menschen. Dann ja. Glaube ich. Tja, ich schätze, das erklärt es. Sir, kein Grund, sich zu fürchten. Es sind nur Schatten, Echos von Geistern. Sie können ihnen nichts antun. Kommen Sie mit, Sir. Wir können Sie in Sicherheit bringen. Bekanntes? Ich weiß nicht. Das alte Personal kennt die Story von der Spinnenhexe. Eine professionelle Witwe, die in den 1920ern unvorstellbare Dinge in einem Zimmer auf der 12. tat. Es war so offensichtlich mit dem Messer am Rücken, ja. Was machen Sie denn noch hier? Warum wurden Sie nicht mit den anderen evakuiert? Ich kam gestern zurück, um ein paar Akten zu holen, aber das Hotel lässt mich nicht raus. Die Türen waren einfach zu und die Telefone sind auch tot. Das heißt, wir sitzen jetzt auch fest und müssen hoffen, dass Peter herausfindet, dass wir vermisst werden. Tschüss, Wochenende. Nicht unbedingt. Die 12. Etage ist anscheinend das Herz dieses Knotens. Wenn wir den Strom wieder einschalten, können wir mit dem Aufzug hinfahren. Wenn uns die Aufzüge nicht fressen. Ja, wenn uns die Aufzüge nicht fressen. Wo sind die Sicherungen für dieses Gebäude? Wir haben nicht viel Zeit. Sicherungen? In meinem Büro. Aber die Stadtwerke haben den Strom nach dem Elektrobrand in der 3. Etage fast ganz abgeschaltet. Von hier aus ist er nicht einzuschalten. Das ist lästig. Wir müssen die Aufzüge irgendwie wieder in Bewegung setzen. Im Geräteraum bei der Küche ist ein Notstromgenerator. Er ist für Stromausfälle. Perfekt. Versuchen wir es. Zur Küche. Notstromgenerator, okay. Wenn ich mal so dran denke, ja, keine Mittelalter-Taverne mehr in Wilhelmshaven, das ist schon echt traurig. Vorsicht! Gott, der Typ schreckt mir hin. Was denn her? Hey, ich bin vorhin zu scannen. Rechts! Lauf! Gut, okay, mach einen Scan. Danke. Du hast eine fiese Ahne zum... Kommen wir noch mehr! Ich werde auf dich achten müssen! Und wir haben eine Aufwertung. Hahaha. Beschleunigung. Ich schätze, die Türen explodieren in dieser Höhe. Es scheint nicht so, dass es glücklich darüber wäre. So, und jetzt suchen wir den Notstromgenerator. Die Küche! Ist das Ding da durch? Ja, einfach den Flur hinunter. Ja, okay. Was für eine Pussy. Hallo? Ist da jemand? Alles klar, verteilen. Der Geräteraum sollte hier irgendwo sein.
in einer dunklen, unheimlichen Ecke. Ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, aber seid vorsichtig. Ich glaube nicht, dass wir allein sind. Was drin? Nee, hier. Meine Mikrowelle. Ja, das ist spannend. Die Herkunft dieses bösartigen Kochgeräts ist unklar. Bekannt ist allerdings, dass Dämonen und Teufel anscheinend Hausmannskost mögen. Okay. Ja, die Mikrowelle. Versteckt. Vorsicht! Okay, Dinge, die fliegen. Das ist gar nicht mal ungewöhnlich. Ja, wenn jetzt Sachen, die fliegen, ist das ungewöhnlich? Nein. Hier ist ja alles kaputt. Waren das Wenkman und du, als ihr Slimer verfolgt habt? Nein, das hier ist viel schlimmer. Das ist das Werk von etwas Großem. Wenn du groß sagst, meinst du groß, groß? Mhm. Macht mir das Angst? Ja. Vielleicht sogar noch größer. Hört sich ziemlich groß an. Dem Manager nach muss hier irgendwo ein Generatorraum sein. Such nach einer Tür. Ich meine, Dinge, die schweben, ne? Er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Sieh alles, dich nach einem Hinweis ist. Um. Oh, hier wird doch gleich bestimmt ein großer Kampf stattfinden. Das sieht nur noch nach Generator aus. Generator. Seht mal, der Kadett hat den Notstromgenerator gefunden. Sucht nach einem Schalter oder sowas, um ihn anzuwerfen. Wie sieht er aus? Vermutlich wie ein Schalter oder wie etwas, das einen Generator anwerfen würde. Alles klar, Egan, aber du sollst wissen, dass ich Notizen mache. Was habe ich denn gesagt? Hier ist viel Wasser auf dem Boden. Achte auf statische Entladung, wenn du den Generator aktivierst. Du meinst, der könnte geschmort werden, sobald der Strom wieder da ist? Könnte passieren. Minimale Chance. Das ist nicht so toll. Ja. Das ist auch der Schalter hier, oder? Wenn das sieht nach Schalter aus. Das ist anscheinend nicht der Schalter. Oh, das ist der Schalter. Ah, süße Musik. Oh, oh. Ich würde raten, nicht ins Wasser zu treten. Hört sich nach einer exzellenten Empfehlung an. War verursacht das Stromkabel all den Ärger. Dann hol es aus dem Wasser raus. Ein nerviges Computer-Vibes-Bild versteht wieder so alles viel. Anders. Bis das Kabel aus dem Wasser ist, sitzen wir hier unten die Ratten fest. Wie wäre es mit dem Schleimschnapper? Na los, Kumpel. Die Aufzüge sollten jetzt funktionieren, es sei denn etwas... Nee, ich sag irgendwas, dass sie reagiert, weil sie denkt, ich habe ihren Namen gesagt. Wunderbar. Moment mal. Was ist das für ein Geruch? Pass hier auf, das ist die Spätschicht. Ja, aber das sind nur die Helfer. Wo ist der Boss? Hab ich das jetzt wirklich laut gesagt? Ich kenn diesen Typen. Das ist der Massenvergifter Chefkoch des Forest. Also niemand isst hier drin was, auch wenn ihr echt hungrig seid. Ich verschluck gleich meine eigene Zubereitung. Ist das in Ordnung? Meine Fresse, ne? Hoch, runter, rein. Deckung suchen. Ich hab das Spiegelding geworfen. Ah! Pass auf! Über dir! Ah, die haben echt hart Schaden gemacht. Ah! Andere Waffe. Der
müssen hier raus. Also. Da, links von dir. Achtung! Einfach den fliegenden Kopfköpfen folgen. Oder? Ja. Da. Zieh hoch. Becky, du wanderst nicht in meine Falle. Und jetzt vor die drei. Au. Sie kommen. In meine Falle. Genau so geht's. Bleib dran. Hab das Stickerchen. Deckung suchen. Pass auf, über dir. Hey Mann, nur die Ruhe. Alter, flieg nicht weg. Es versteckt sich. Da ist er. Uff. Au. Lass mal was offen. Echt? Oh. Das war der letzte. Hey Mann, sind das viele. Verdammte Hacke. Über dir. Wow, fliegende Mülltonne. Digga. Er ist weg. Rechts. Hab ihn. Links von dir. Ein guter Anfang. Bleib dran. Und genau so wird das gemacht. Ist noch einer. Meine Fresse, Leute. 26 Minuten schon wieder. Rein in meine Falle. Alles klar, die Küche ist sauber. Zurück zu den Aufzügen. Aber bevor wir das tun, liebe Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, hab euch lieb, bis zum nächsten Mal. Haut rein und das war ein schönes Tag. Tschüss.